Und der Junge fragt, wer bist du? Er sagte, Anna Muhammad Rasulullah. Ich bin Muhammad, der Gesandte Allahs. Der Junge sieht, glaubt es nicht. Geh zu den Füßen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und küsst seine Füße. Küsst seine Füße und sagt, ja Rasulullah, du weißt nicht, was für eine Sehnsucht ich nach dir hatte. Ja Rasulullah, du weißt nicht, was ich alles gemacht habe, wie ich mich erniedrigt habe, ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja Rasulullah, wallah, ich liebe dich. Ja Rasulullah, ich habe nichts. Ich habe nichts. Außer das, was du von mir siehst von der Dunya. Nichts habe ich von der Dunya, nur das. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragt ihn, wie heißt du denn? Sagt, eine Abdul Uzza. Ich heiße Abdul Uzza. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, nein, ab heute bist du Abdullah. Denn du kannst nur ein Diener Allah sein. Nicht ein Diener einer falschen Gottheit. So viel Aufrichtigkeit, so viel Aufopferung, wie du hast, du kannst nur ein Abdullah sein. Aber Musa al-Ashari überliefert uns dann, wahrscheinlich aufgrund der Anstrengung, die dieser junge Bruder gemacht hat, dieser junge Sahabi gemacht hat, möge Allah ihm Firdaus al-A'la geben und uns mit ihm vereinen, Allahumma amin, hat er Fieber bekommen. Abu Musa al-Ashari sagt, ich sah ein Zelt mit Licht, ich habe mich genährt, ich sah, dass Abdullah drinnen lag, Abu Bakr und Omar mit ihm, Abdullah fiebern, zittern, schüttelfroll, blass und ist dann an diesem Fieber, an dieser Krankheit gestorben. Radiallahu anhu wa arda. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt, schaufelt sein Grab mit seinen eigenen Händen. Wir sagen immer noch, der 16. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Omar, die großen Sahaba sind alle da. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es gesehen, ist wahrgenommen, ist gestorben, nimmt eine Schaufel und schaufelt den Grab von Abdullah mit seinen eigenen Händen. Legt sich in diesen Grab rein. Sie fragen, warum legst du dich rein? Es wird gut für ihn sein. Geht dahin, sagt, gib den mir in den Arm. Sie geben ihn in den Arm. Hier sagen zwar die Gelehrten, dieser Ausschnitt ist schwach, aber wir werden es erwähnen. So geben sie ihn Abdullah in den Arm. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam guckt ihn an und sagt, Allahumma inni raditu anhu faradan. Mein Herr, ich war mit ihm zufrieden, so sei auch du mit ihm zufrieden, mein Herr. Und hat ihn so begraben. Wie konnte dieser Sahaba so weit kommen? Es war ein junger Kerl. Hat er viel gebetet, hat er viel Koran gelesen, hat er viel gespendet, hat er Instagram-Posts gemacht, hat er irgendwelche Zitate, Copy-Paste in Stories gemacht? Mit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Er hat es akzeptiert. Ad-Din, dieser Din, die Shahada, ist nicht nur ein Kalam, ist nicht nur ein Wort, ist nicht ein Satz, ist nicht etwas, was man neben so, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kein Problem. Aber dieser Din ist Aufopferung. Dieser Dien braucht Männer. Dieser Dien, mein Bruder, musst du mit Kopf durch die Wand gehen. Diesen Dien, du musst tragen. Wir müssen tragen, diesen Dien. Dieser Dien braucht Frauen und Männer, die diesen Dien tragen. Nicht nur tralala, hier ein Post, hier und da. Ja, ist kein Problem, lass sie doch. Ach, Wallah, Bruder, wir waren in Mekka. Alhamdulillah, Allah segnet uns, dass wir öfters in Mekka und Medina sind. Und die sehen da Sachen, mein Bruder. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Glaub mir, mein Bruder, das ist nicht dieser Dien, den Allah herabgesandt hat. Die Leute machen, die haben aus der Kaaba, mein Bruder, ich schwöre bei Allah, die haben aus der Kaaba Bodrum gemacht. Die posten und machen und lächeln und die regen sich jetzt auf, weil sie vor der Kaaba stehen mit ihren Kleidern, dass da jetzt Hujjaj da durchgehen. Und die regen sich auf, so nach dem Motto, du stellst mich jetzt gerade im Video. Was denkst du denn, wo du gerade bist? Und das ist alles nur passiert und das ist alles nur gekommen, weil wir es zugelassen haben. Wir haben es zugelassen, mein Bruder. Wir haben uns lieber über den Sohn von Cristiano Ronaldo gekümmert. Wir haben uns lieber über Argentinien, Saudi-Arabien gekümmert. Habt ihr gestern gesehen, das Land in Marokko, wo wir gewonnen haben? Nee, nun, damit wir es erwähnen, mir ist das egal, was für ein Land gewinnt. Hauptsache ein islamisches Land gewinnt. Alhamdulillah, wallah. Wenn ich sehe, was unsere Muslime dort machen, wie die Sujud machen und wie die bestimmte Flaggen heben, wallah, ich fühle nur Ehre. Mir ist egal, Bruder, von mir kann Somalia, Sudan, ist egal, Hauptsache ein islamisches Land. Alhamdulillah. Aber habt ihr gesehen, was passiert ist, mein Bruder? Wie die Muslime gerannt sind auf den Straßen. Wallah, nur eine Nacht würden wir so zur Salat al-Isha laufen. Nur eine Nacht. Wallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah würde ganz weit oben sein. Kurzes Fragebuch. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah würde ganz weit oben sein. Aber machen wir nicht. Wollen wir nicht. Ist uns zu anstrengend. Kein Bock.
Letztens hat mich noch eine Schwester, yani, möge Allah ihr vergeben und möge Allah auch mir vergeben. Bruder, ja, weißt du, kannst du bitte aufhören, über Bedeckung zu reden, weil mein Verlobter will, dass ich mich bedecke. Ich muss noch heiraten, die Hochzeit, ich muss yani, schön aussehen, danach kann ich mich bedecken. Was hast du aus diesem Ding gemacht? Wunschkonzert. Ich wünsche mir. Ja, Rab, ich wünsche mir einen Ferrari. Ich wünsche mir eine... Wir wünschen uns viel. Aber dieser Dien ist nicht wünschen. Dieser Dien ist nicht wünschen. Dieser Dien ist, hast du gemacht, bekommst du, hast du nicht gemacht, bekommst du nicht. Aber Allah wird dir vergeben. Wer hat dich angelogen, Bruder, dass Allah dir vergeben wird? Schwester, wer hat dich angelogen, dass Allah dir vergeben wird? Wer hat dir das gesagt, dass Allah dir vergeben wird? Ja, Allah sagt es im Koran. Ja, aber hast du weiter den Koran gelesen? Ja, nee. Inna ma'al usri yusra 96,6, das zählt nicht, Bruder. فَيَوْمَ إِذِنْ لَا يُعَذِيبُهُ أَذَابَهُ أَحَدٌ. Und an diesem Tag straft keiner wie er straft. وَلَا يُثِيكُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Und er fesselt wie kein anderer fesselt. Was denkst du, mein Bruder? Wir haben Geschwister, Bruder, wir haben das gesehen. Menschen in Anbetung, die standen stundenlang so in Dua und waren am Weinen. Ein alter Hajji wurde gefragt, warum weinst du, ja Hajji? Er sagt, ich habe mein Haus verkauft. Ich will Ruhe haben.